Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zur Auflösung meines Gewinnspiels, des 500 Abonnenten Video Specials und zu ein paar kleinen Ankündigungen. Ich glaube, die machen wir zuerst, würde am meisten Sinn machen. Nur ganz kurz, versprochen, 1-2 Minuten. Einfach, was ihr in Zukunft dieses Jahr noch erwarten könnt auf Moonboons World. Und zwar wurde ja das offizielle Release-Datum von Diablo 3 bestätigt, der 15. Mai. Oh ja. Das heißt, ab 15. Mai geht's ab. Ich habe es natürlich schon vorbestellt und alles. Und werde auch eine Let's Play-Reihe damit machen. Vielleicht zusammen mit Biberlicious. Ich weiß nicht genau. Mal überlegen. Steht noch nicht in Stein. Ich habe es ja noch nie mal gefragt. Es war einfach nur eine kranke Idee kurz in meinem Kopf. Oh ja. Yeah. Dann wird natürlich demnächst, ich glaube noch nächste Woche, wird angekündigt, wann die Mists of Pandaria Beta losgeht. Und ich habe die Beta ja auch vorbestellt mit diesem Jahrespass und werde euch, sobald die Beta verfügbar ist, jede Menge WoW Mists of Pandaria Beta Videos bringen. Zusätzlich dazu werde ich noch eine ganz besondere WoW Reihe an den Start bringen. Allerdings möchte ich darüber noch nicht so viel verraten. Ich kann euch nur sagen, es wird etwas ganz, ganz Geiles. Es wird sehr spannend, es wird was Besonderes und ich werde dabei komplett durchdrehen. Komplett, 100% komplett. Also seid gespannt. So viel für die Zukunft von Moonboons World. Für weitere Infos und so weiter wie immer Facebook abonnieren oder eben auf moonboonsworld.de vorbeischauen. So, zur Auflösung des Gewinnspiels. Es haben, es gab 10 Videoantworten und ich habe mir ein bisschen selber in den Arsch gebissen deswegen. Ich habe ja gesagt, wir machen so ein kleines Gewinnspiel draus und so weiter. Dabei habe ich gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das so nicht machen in der Form, weil jeder Eintrag, jedes Video, das gesendet wurde, jeder Beitrag, so rum wollte ich sagen, war mir so wichtig, hat mich wirklich berührt, war einfach genial, dass so viele Leute mitgemacht haben und auch so tolle Sachen vor allem gemacht haben. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, du landest auf Platz 10 und du landest auf Platz 7, weil deins finde ich nicht so gut wie das. Das geht nicht. Ich finde alle Sachen geil, die eingesendet wurden, alle. Deshalb gibt es kein Ranking. Es gibt ein Platz 1, natürlich. Ihr habt das, denke ich, schon alle gesehen. Dazu später mehr, aber alles, was nach Platz 1 kommt, kann ich nicht weiter untergliedern. Es geht einfach nicht. Es ist einfach alles genial. Ich habe mich über jedes Video gefreut. Deshalb mache ich das jetzt in einer Reihenfolge, die nichts zu sagen hat. Das, wer jetzt zuerst genannt wird, also quasi am Schluss der... Mikro bleibt stehen. Am Schluss der Liste bedeutet nicht, dass mir dein Video am wenigsten gefallen hat oder so. Ich mache es jetzt einfach random. Ich habe mir alle aufgeschrieben. Und fangen jetzt einfach irgendwo an. Und zwar, noch ganz wichtig, an alle Gewinner oder an alle Teilnehmer, es gewinnt ja jeder was, es waren ja 10 Videos und es gab ja 11 Spiele, das heißt, jeder gewinnt was. An alle Teilnehmer, die jetzt was gewinnen, schickt mir eure E-Mail-Adresse per PN auf YouTube. Okay, ganz wichtig, auch wenn ich sie schon mal in einem vorigen Gewinnspiel hatte oder ich euch persönlich kenne, scheißegal, schickt mir eure E-Mail per PN auf YouTube, damit ich euch über Steam die Games zuschicken kann. So, nachdem wir das hinter uns gebracht haben, werde ich hier immer kurz die Videos einblenden, über die ich spreche und werde das Ganze verlinken. Ich werde es nicht hier in diesem Video nochmal alle Videos zeigen. Es würde zu lang gehen und würde wieder Probleme mit der GEMA mit sich bringen. Okay, fangen wir an. Mit, vielleicht alphabetisch, mit Adas, mit Doppel-A. Er hat ein wirklich geiles Speedart abgeliefert von einem Schwert. Und zwar von Moonboons Nerdy Blade, was meine Abonnentenzahl erhöht und meine Nerdility und so weiter. Also er hat so ein bisschen an WoW angelehnt und hat es selber gezeichnet auf dem Computer, hat es mit cooler Musik unterlegt. Das Originalvideo wurde von ihm leider gesperrt, weil GEMA. Und ja, er hat gesagt, er will eigentlich gar kein Spiel, weil er sein Schwert nicht für würdig hielte. Und ich habe ihm Section 8 gegeben, eine Kopie von Section 8 gebe ich dir, lieber Adas.
vielen Dank für deinen Beitrag. Es hat mich sehr gefreut. Wirklich, wirklich sehr gefreut. Ein richtig geiles Schwert. Ich wünschte, ich hätte es im Real Life. Oh, leck, wäre echt pornös. Okay, dann geht's weiter. Hier habe ich Joe und Shorty, meine lieben Freunde. Zu eurem Video, ihr seid ja mal total krank, okay? Es war ein richtig geiles Video. Ich musste es zweimal angucken, bevor ich alles richtig kapiert hatte. Ihr hattet ja auch mehrere Sachen in diesem Video. Ihr hattet diesen freaky Würfel. So ein Rubik's Cube, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. So ein Rätselwürfel, wo man die Farben so hindrehen muss. Und da hatten sie, glaube ich, ein MBW oder nur ein MW für Moonboons World draufgemalt und haben dann am Anfang vom Video diesen Würfel blitzschnell gelöst. Ich war richtig beeindruckt. Dann hatten sie noch zwischendurch einfach so eingeblendet, ich glaube, es war irgend so ein Zergling oder irgend so eine Zergfigur aus StarCraft 2 mit meinem Kopf. Hat ja schon Ähnlichkeit manchmal, muss ich zugeben. Und dann hatten sie noch eben diesen Sketch gemacht, wo sie am Chillen sind und einer von beiden schaut gerade mein Video und der andere zockt ein Game, wo er mich nachher freischaltet als Charakter oder so. Ich kannte das Game leider nicht, deshalb habe ich es nicht ganz kapiert. Aber ich meine, es war ein Haufen Arbeit, diese drei Sachen irgendwie. Und ja, es war richtig geil. Es hat mir gefallen. Es ist wirklich, es ist verrückt, wenn man sich's anguckt. Es ist so richtig, es hat so einen Touch irgendwie. Voll cool. Gefällt mir. Joe hat sich gewünscht, The Binding of Isaac. Joe, das bekommst du. Ding, hier hast es. Shorty wollte Terraria. Leider habe ich Terraria für jemand anders aufgehoben. Aber ich würde dir eine Kopie von Left 4 Dead zukommen lassen, wenn du es willst. Ich weiß nicht, ob du es schon hast oder ob du es nicht hast. Falls du es nicht hast, schick mir einfach wie alle anderen auch deine E-Mail und dann lasse ich es dir zukommen. Falls du es schon hast und sagst, Moonboon, jetzt habe ich kein Terraria. Okay, dann schick mir keine E-Mail. Divine Sparkles war der Name des YouTube-Channels. Ich weiß nicht, ob das auch dein Nickname ist, ob wir vielleicht schon mal zusammen gezockt haben und du einen anderen Nick hast. Hat den Moonboons World Intro neu definiert und zwar richtig, richtig cool. Er hat mein WhatsApp hergenommen und hat so einen kleinen Techno-Remix am Anfang draus gemacht und hat auch, ja, mit so boom, boom. Ihr seht's ja hier. Guckt's euch einfach an oder klickt nochmal auf den Link und schaut euch das Video selber an. Hat mir auch richtig gefallen. Und für ihn habe ich aufgehoben Terraria. Richtig geiler Intro. Dann It's Ernest hat ein Sunboon PvP Wallpaper für mich erstellt und hat einfach meinen Sunboon hergenommen, hat einen Mond hergenommen und hat ein Bildchen hergenommen von einem Froschblitz und hat ein Wallpaper daraus gezaubert. It's Ernest, für dich habe ich auch eine Kopie von Section 8 Prejudice. Dann hatten wir Freaky Mooney. Hat einen Werbetribut gemacht, hat auch sehr schön sich die Mühe gemacht und ganz viele verschiedene Bilder von meinen Charakteren ausgeschnitten und hat es alles so in einem Wallpaper zusammengefasst und hat drüber geschrieben, bei Langeweile, schaut Moonboons World, also so Werbung-Style. Und für dich habe ich auch eine Kopie von Section 8 Prejudice. Vielleicht können wir das alle mal zusammen spielen, ich hätte richtig Bock drauf. Dann Sturmköder, good old Sturmköder, hat auch ein Speedart gemacht, wie meine Fresse und ich glaube auch ein Mond. Er hat so eine Weltkugel ausgeschnitten und hat so einen Mond reingemacht und alles noch mit so Schrift unterlegt und so weiter. War richtig schön und ich persönlich nenne das das Propheten-Artwork. Man sieht es auch bei Facebook. Ich habe es bei Facebook als Titelbild oben verwendet in meiner Chronik auf Moonboons World und ich stehe so da. Irgendwie so. Und laber irgendwas. Und es sieht aus, als würde ich irgendwas verkünden. Als würde ich auf dem Berg stehen und die 10 Gebote irgendwie verteilen oder so. Ihr habt jetzt die 10 Gebote. Okay, Sturmköder. Für dich habe ich dein Wunschgame Deus Ex. Du hast es dir redlich verdient. Viel Spaß damit. Lennox. Lennox, auch ein sehr geiler Beitrag. Er hat ein 3D-Rendering gemacht. Ich glaube, das Programm war Cinema 4D, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hat ein Moonboons World Wallpaper gemacht. Und richtig, richtig geil. Es würde mich freuen, wenn du mir dieses Wallpaper noch in Full HD-Auflösung zukommen lassen könntest, Linux. Und zwar in, ja, 1920 auf 1080. Wäre geil. Würde ich gerne nehmen. Für deine Mühe, für deine ewig lange Renderzeit kriegst du von mir Payday, da heißt, war glaube ich auch eins deiner Wunschgames.
Viel Spaß damit. Payday. Überfall die Banken für mich. Dann, Gewinnertyp 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, aber du hast, glaube ich, bei jedem Gewinnspiel mitgemacht. Und ich glaube, du hast auch schon mal abgesahnt. Gewinnertyp 1, 2, 3 hat von mir persönlich ein Speedart gemacht. Und glaub mir, obwohl, ich weiß es nicht, was es für ein Programm war. Es hat mich ein bisschen an Paint erinnert, aber ich glaube, es war nicht Paint. Es war ein bisschen fortgeschrittener. Er hat mich gemalt aus dem Video. Und ich habe es meinen Freunden gezeigt. Biberlicious war hier und hat sich es auch angeguckt und so. Und alle waren total platt. Die haben gedacht, what the fuck, Moonboon, das sieht aus wie du. Holy shit. Für deine Mühe, Gewinnertyp 1, 2, 3, bekommst du dein Wunschgame Portal 2. Viel Spaß damit. Dann haben wir The Robin. Zeichnung. Oh ja, genau. Ich muss nur Zeichnung lesen, dann erinnere ich mich sofort. The Robin war, glaube ich, krank an dem Tag und hat sich jede Menge Zeit genommen und hat ein Blatt hergenommen, hat einen Stift hergenommen und einfach losgelegt und hat ein Baby Moonkin. I see what you did there. Gezeichnet. Hat einen kleinen Super Meat Boy drauf gezeichnet und hat mir, ja, hat einfach noch ein bisschen was dazu geredet. Hat mir sehr schön gefallen. Und The Robin, für dich gibt's auch dein Wunschgame Super Meat Boy. Viel Spaß damit. Dann, zu guter Letzt, haben wir eben wie angekündigt Platz 1. DBS Ruffle. Okay. Mit dem Moonboon Nerd Anthem. Ich bin mir sicher, ihr habt das Video alle schon gesehen. Ich blende es nochmal hier ein, wie alle anderen auch. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, klickt es an, um Himmels Willen, klickt es an und gebt es euch. Es ist so ein geiles Video. Ich habe mich brutal gefreut, abartig. Das Lied ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Und es ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf, wie die drei Menschen einfach den Berg hochspringen und diese Bounce-Action machen mit dem Kopf und so. Richtig geil. Richtig ein Projekt. Sie haben mir gesagt, es hat das ganze Wochenende gebraucht. Sie sind die Nächte lang da gesessen, haben sich den Text überlegt und alles. Also wirklich hammer geil und verdient Platz Nummer 1. Aber umso lustiger ist es, dass einer der drei will überhaupt kein Spiel, hat gepasst, weil er sagt, naja, Diablo 3 kommt ja jetzt am 15. raus, da braucht er jetzt kein neues Spiel mehr und so weiter. Macht hier auf cool, ne? Sasch, mach's auf cool. Dann habe ich mit Nummer 2 geredet, den ich erreicht habe telefonisch. Er hätte gern Deus Ex oder Sherlock Holmes. Und da ich Deus Ex schon Sturmköder versprochen habe, habe ich mich mit ihm auf Sherlock Holmes geeinigt. Ich hatte es ursprünglich so als, ich weiß nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemand vorschlägt, dass er es haben will. Aber er hat es von sich aus vorgeschlagen, Deus Ex oder Sherlock Holmes. Von daher, lieber Birdie, bekommst du von mir Sherlock Holmes. Viel Spaß damit. Und die dritte Person, Burger, habe ich leider noch nicht erreicht, telefonisch. Und ich weiß nicht, ob er noch ein Spiel will. Burger, falls du noch ein Spiel willst, egal was, Bro, sag es mir, okay? Ich werde deine Wünsche wahr werden lassen. Ja, soviel dazu. Das war ein bisschen freaky. Aber es geht wirklich nur um Games, nicht um, was ich jetzt gedacht habe. Okay, das war's. Platz Nummer 1, fertig. Ich glaube, ich habe alle. Das waren auf jeden Fall alle 10, die als Videoantwort aufgelistet waren. Und das war ja verlangt für den Contest. Von daher, meine lieben Freunde, I'm done. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es war wirklich hammerüberwältigend, dass so viele Leute mitgemacht haben. Abartig. Ich habe mich so tierisch gefreut über jeden Beitrag. Und ich werde sie alle immer wieder angucken. Versprochen. Das nächste Gewinnspiel, ich weiß nicht, ob ich es schon bei 1000 machen soll, weil die Abonnentenzahlen steigen gerade ziemlich schnell. Also als ich gestern geschaut habe, war ich bei 530 oder so. Geht wirklich, wirklich ziemlich schnell momentan. Und ich denke, gerade wenn die Beta von WoW rauskommt und Diablo 3, wird es nochmal ein bisschen mehr. Von daher, ich denke, das nächste Gewinnspiel, keine Ahnung, vielleicht bei 1500, so, falls wir da jemals hinkommen. Ich bin natürlich sehr optimistisch, was das angeht. Ja. Und stay tuned, Diablo 3, WoW Beta, WoW, riesengeiles Geheimprojekt von Moonboon. Und natürlich noch viele andere Let's Plays außenrum. Ich versuche immer so ein bis zwei Games noch nebenher zu spielen. Ich habe mal an Witcher 2 gedacht oder, ich meine, Binding of Isaac mache ich ja jetzt. Einfach mal schauen. Ihr könnt auch was vorschlagen, was ihr gerne wollt, dass ich zocke.
Allerdings kann ich euch überhaupt nicht versprechen, dass ich es auch zocken werde, weil wenn ich eine Let's Play-Reihe mache, dann muss mir das Game wirklich, wirklich gefallen. Es muss mir Spaß machen und ich darf es natürlich noch nicht gezockt haben. Von daher, ihr könnt mal schreiben, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich euer Game auswählen werde und zocken werde. Aber macht Vorschläge, wenn ihr wollt. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Okay, genug gelabert, ich weiß nicht wie lang, aber es fühlt sich lang an. Mein Mund ist trocken, ich muss was trinken. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass jeder zufrieden ist mit seinen Games. Und wir sehen uns wieder bei meinen Let's Plays. Ich bin Moonboon. Oh yeah. Und ich bin raus. Ciao, ciao.